Wir beginnen aber mit einer Geschichte, die noch mehr Menschen betrifft. Waren Sie heute im Internet unterwegs? Welche Seiten haben Sie angeschaut? Was angeklickt? Welche Filmchen geguckt? Was eingekauft? Ist Ihnen zu privat die Frage? Stimmt. Nun wissen wir längst, dass Firmen Informationen über uns sammeln, aber anonym, ohne unsere Namen zu kennen. Die folgende Geschichte aber zeigt, dass das ein Trugschluss ist. Nichts ist mehr geheim. Ich habe Julia Weigelt etwas mitgebracht, das eigentlich ihr gehört. Etwas, das sie beunruhigen wird. Es sind ihre Daten, genauer gesagt alles, was sie im Internet getan hat. Auf diesem Stick ist jede Suche, jedes Video, jeder einzelne Klick für den Monat August gespeichert, lückenlos. Es fängt an im August, 1. August diesen Jahres, 8.19 Uhr. Und ganz klassisch, Generation Social Media ist der, die erste Adresse Facebook, die ich hier aufgemacht habe, natürlich. Dann geht es weiter mit meiner Bank, bei der ich mich eingeloggt habe. Dann habe ich bei Google Verschiedenes gesucht. Sieht man auch immer ganz schön, was man so genau gesucht hat. Das ist schon wirklich ätzend, um ehrlich zu sein. Also man sieht jetzt hier, ich habe die Fahrkarte gebucht. Dann sieht man danach, dass ich das Ticket bei PayPal bezahlt habe. Also wir haben hier fast 100 Einträge jetzt nur vom 1.8. Wer diese Daten hat, kann jederzeit verfolgen, wo sie ist, was sie tut, wofür sie sich interessiert. Und diese Daten sind keinesfalls anonym. Ihr Name taucht immer wieder auf. So habe auch ich Julia Weigelt identifiziert. Ich glaube, es ist auch so, dass wir das alles schon ein Stück weit geahnt haben, dass das möglich ist. Man fällt jetzt vielleicht nicht aus allen Wolken unbedingt, aber es führt einen das halt jetzt nochmal ganz klar vor Augen. Also wir haben jetzt hier wirklich, ich mache meinen Rechner auf, Sie geben mir die Datei und ich kann jetzt wirklich sehen, was ich tagelang über bis ins Kleinste gemacht habe. Hier geht es nicht um Geheimdienste, die Terroristen jagen. Nein, es sind private Firmen, die Menschen wie Julia Weigelt im Internet ausforschen. Permanent. Und die mit ihren intimsten Informationen handeln. Das herauszufinden hat Monate gedauert. Denn welche Daten genau gesammelt werden, daraus macht die Branche ein Geheimnis. Deshalb erfinde ich Anna Rosenberg. Anna ist so alt wie ich, arbeitet aber in der Datenbranche. Sie soll mein Eintritt in die Welt der Datenhändler sein. Um glaubwürdig zu wirken, lasse ich Fotos von Anna machen. Und erstelle ein Profil auf dem beruflichen Online-Netzwerk LinkedIn. Senior Consultant nenne ich mich hier und arbeite bei Meets Technology. Auch dieses junge, hippe Startup ist meine Erfindung. Noch eine schicke Internetseite, eine Büronummer, umgeleitet auf mein Handy, fertig. Und tatsächlich, mit Anna sprechen die Datenverkäufer sogar sehr offen. Anna Rosenberg, Meets Technology. Als Anna frage ich mehr als 50 Firmen an. Ich behaupte, ich vertrete einen großen Online-Händler. Schnell finde ich Unternehmen, die mit mir ins Geschäft kommen wollen. Sie versprechen Erstaunliches. Wir haben 58 Millionen deutsche Profile. Unsere Daten reichen lückenlos 3 Jahre zurück. Nutzerdaten im Abo, schon ab 10.000 Euro pro Monat. Am Ende bekommen wir sie, sogar kostenlos, als Probedatensatz. Die Informationen von rund 3 Millionen deutschen Nutzern. Jeder Klick im Netz über einen vollen Monat. Eine gigantische Datenmenge. Der Big-Data-Spezialist Andreas Deves soll mir helfen, die Daten auszuwerten. Er schreibt ein Programm, das die Daten nach Namen durchsucht. Die werden aufgezeichnet, wenn Nutzer sich irgendwo anmelden, bei ihrem E-Mail-Konto, in Online-Shops oder in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Xing. Damit lassen sich die Nutzer identifizieren. Für mich war sehr überraschend, wie einfach man eigentlich einen Großteil der Daten de-anonymisieren konnte. Hier kann man eigentlich schön sehen, dass die Privatsphäre des Nutzers in keinster oder kaum einer Weise respektiert wird. Das Brisante? Es geht nicht nur um die intimen Daten von Privatpersonen, sondern auch um Geheimnisse von Amtsträgern, etwa der Polizei. Wir finden einen Kriminalhauptkommissar, der in einem Fall von Computerbetrug ermittelt.
Der mutmaßliche Täter sitzt in Großbritannien. Der Kommissar schickt eine E-Mail nach England, berichtet vom Computerbetrug, nennt das interne Aktenzeichen und die IP-Adresse des Verdächtigen. Diese Mail übersetzt er mit Hilfe von Google ins Englische. So gelangen all seine sensiblen Ermittlungsinterne ins Netz und werden abgegriffen. Noch brisanter, der Fall eines Richters. Er ist auf der Suche nach einer neuen Robe für die Arbeit und stöbert durch verschiedene Angebote. Zwischendurch sucht er nach Sadomaso-Pornos, in denen Frauen gedemütigt werden. Jede Seite, die er anklickt, wird protokolliert, mit Datum, Zeit und Ort, von dem gesurft wird. Auch diese heiklen Daten landen im offenen Verkauf. Wir haben hier zum Beispiel eine Vielzahl an pornografischen Inhalten gefunden, mit teilweise sehr expliziter Vorliebe. Und mit den Daten kann man also sich auch natürlich erpressbar machen. Das heißt, hier ist vorstellbar, dass man auch eine Einflussnahme vornehmen kann anhand von solchen Daten, die natürlich im privaten Sinne sehr peinlich auch sein können, aber auch hier bei einer Person, die im öffentlichen Leben steht und die eine staatstragende Funktion hat, auch entsprechende Sicherheitsrelevanz hat. Dass Informationen wie diese ohne ausreichende Anonymisierung gesammelt und gehandelt werden, wie ist das überhaupt möglich? Es gibt doch Datenschutzgesetze. Ich zeige Lars Klingbeil, dem netzpolitischen Sprecher der SPD, was ich gefunden habe. Er spricht sonst lieber über die Chancen und Möglichkeiten der digitalen Wirtschaft. Doch meine Recherchen, auch für ihn eine Überraschung. Wir wissen natürlich, dass mit Daten mittlerweile Geschäfte gemacht werden und dass damit Geld verdient wird. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass es hier eine Anonymisierung von Daten noch gibt, denn die für Werbezwecke, für Erhebung stattfinden. Aber hier sieht man, dass es eben auf Personen beziehbar ist und das verstößt ganz klar gegen rechtliche Regeln und Rahmenbedingungen, die da sind. Ist das eine Industrie außer Kontrolle? Ich gebe zu, auch ich habe nicht gewusst, dass solche Sachen identifizierbar sind. Vielleicht ist man da naiv an der Stelle. Aber da braucht man auf jeden Fall auch Aufklärung darüber, welche Daten eigentlich erhoben werden und was mit den Daten dann passiert. Und wenn es eben nicht reicht, mit Vertrauen zu arbeiten, dann müssen Gesetze her. Wie kommen die Händler an meine Daten? Immer wenn ich im Internet surfe, steht oben die Adresse der Seite, die sogenannte URL. Surfe ich durch das Netz, ändert sie sich jedes Mal mit. An dieses Aktivitätsprotokoll will die Datenindustrie kommen. Für Werbezwecke ist es Gold wert. Die Methode? Wenn ich mir kostenlose Zusatzprogramme, sogenannte Add-ons, installiere, etwa um Werbung zu blockieren, lade ich mir damit oft unbemerkt auch ein kleines Spionageprogramm herunter. Von nun an wird jede besuchte Seite aufgezeichnet. Auch bei Julia Weigelt finden wir heimliche Spione, etwa WOT, Web of Trust, das eigentlich beim sicheren Surfen im Internet helfen soll. Ich bin schon durchaus mit diesem Thema, habe ich mich schon beschäftigt. Ne? Also ich habe hier einen Adblocker, Ghostery. Bis auf dieses WOT sind das alles Add-ons, die ich mir tatsächlich installiert habe, weil ich mich mit dem Datenschutz beschäftigt habe und weil ich Tracker stoppen möchte und weil ich Privatsphäre sozusagen garantieren möchte. Ja, nehme das Thema schon. Also bin da schon sensibel dafür. Trotzdem hat es nicht funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, das Spionageprogramm sofort deaktivieren oder entfernen. Ich frage bei Web of Trust, was sie zu dem Vorwurf sagen, sie würden persönliche Daten erheben und offenbar weitergeben. Doch als Journalistin erhalte ich keine Antwort. Anna Rosenberg, meine Tarnidentität existiert nicht mehr. Die heiklen Daten, ich habe meine Kopie nach der Recherche gelöscht. Aber was heißt das schon? Einmal im Handel sind diese Daten nicht mehr zu kontrollieren.